Hallöchen Leute und ein recht herzliches Willkommen, mal wieder natürlich aus dem Regen. Sarah und ich können einfach nicht anders. Der Wetterbericht hat zwar irgendwie was ganz anderes gesagt, da kann man sich echt gar nicht mehr drauf verlassen. Also ich hatte gestern noch geguckt, da sollte es hier ja in den Morgenstunden regnen, aber so ab 11, 12 Uhr aufhören und irgendwie 19 Grad warm werden, aber dennoch. Heute Morgen um 3 Uhr, wo wir losgefahren sind, habe ich nochmal geguckt. Da sollte es trocken bleiben, sogar mit Sonne und nur um 15, 16 Uhr einmal so ein bisschen regnen. So, jetzt sind wir angekommen. Es regnet und schüttet aus Eimern. Es sind nur 7 Grad und der Wetterbericht sagt auch, erst so 12, 13 Uhr soll es langsam aufhören. Wir sind übrigens am Park Asterix. Ja, heute war irgendwie so der einzige Tag, der uns noch blieb. Vor 2 Wochen hat hier eine neue Achterbahn eröffnet und die probieren wir heute mal aus. Wir gehen jetzt hier mal in den Park rein und dann müssen wir, glaube ich, noch ein paar Minuten bis zur Öffnung warten. Und dann gehen wir auch direkt mal dahin. einmal wühlen. Okay, also das Gepäcklagesystem ist einerseits geil, aber irgendwie auch dann doch nicht. Aber wir sind jetzt gefahren. Richtig geile Bahn. Also macht schon richtig Bock, das Ding. Du hast halt, lass mich mal eben zählen, 1, 2, 3, 4 Lounges. Thematisierung ist halt Wahnsinn. Auch der ganze Bereich. Die Bahn heißt halt Totatis. Französische Variante von Teutates und das Ganze hier nennt sich Festival Teutates. Ich kenne mich überhaupt nicht aus mit Asterix und Obelix und dem ganzen Kram. Ich glaube, Teutates ist dieses Viech da, was da, glaube ich, ist. Ich kenne dieses Wort, aber da hört es dann bei mir auch schon auf. Also ob das jetzt irgendwie wirklich nur so ein Festival ist, ihr könnt mich in den Kommentaren gerne aufklären. Ich habe, wie gesagt, keine Ahnung, war früher irgendwie gar nicht für mich, für andere schon. Wenn ich Ben jetzt dabei hätte, der könnte ja alles dazu sagen, habe ich aber leider nicht. Tja, bist jetzt hier in den Shop entlassen. Wir gucken uns hier mal ganz kurz um und dann kriegt ihr gleich noch eine Meinung zu dieser Bahn. Im Shop gibt es auch ein paar schöne Sachen. Jetzt stehen wir aber hier vor der Bahn, beziehungsweise auch vor der anderen Bahn. Das ist sie nicht, sondern das hier ist sie. Ist ein richtig krasses Gerät. Ganz ehrlich, die Fakten habe ich jetzt gerade nicht auf dem Tisch, ob das Ding jetzt 100 oder 120 km/h fährt. Keine Ahnung.
Ist aber auch völlig egal, weil es macht auf jeden Fall super viel Spaß. Und hoch ist es auch noch. Wir haben hier einen Intermin Multi-Launch Coaster der neueren Generation. Züge sind ungefähr so wie bei Conda. Man sitzt sehr tief am Boden. Bügelsystem ist wie bei Taron, aber ja, wie gesagt, bei Taron sitzt ihr ja so, dass die Füße den Boden eigentlich gar nicht richtig berühren. Hier sitzt ihr schon relativ tief und ja. War gut. Ich muss das jetzt erstmal hier von vorne, von Anfang an erklären, glaube ich, damit ihr das überhaupt alles versteht. Weil das, was hier Intermin gebaut hat, gibt es in Deutschland und in Europa so noch nicht. In den USA hat man sowas schon gebaut tatsächlich, aber hier ist es eben noch relativ neu. Das heißt, wir haben eine Achterbahn mit 4 Lounges, aber nur 2 Lounge-Strecken. Die erste Lounge-Strecke ist hier, ganz klassisch. Ihr kommt aus der Station, werdet einmal abgeschossen, beziehungsweise in diesem Fall hier nur geboostert und fahrt dann hier auf diesen Streckenabschnitt. Der ist noch relativ langsam durchfahren, das heißt, ihr habt ganz schön viel Hangtime. Habt ihr ganz komisch gebogene Schienen, das ist ja neuerdings sehr modern. Ihr fahrt hier hoch, da oben hängt ihr einmal so halb über Kopf. Hier drüben die beiden Kurven, da seid ihr nach außen gebankt. Normalerweise dreht sich eine Kurve immer nach innen, damit die Kräfte sich so ein bisschen vertikal in den Sitz verteilen. Hier ist es aber eben genau andersrum. Das geht, weil es relativ langsam ist und da werdet ihr dann eben aus dem Bügel so ein bisschen rausgezogen. Und hier gucken wir dann jetzt auf die Einfahrt in die zweite Lounge-Strecke. Das ist dann die zweite und letzte, die fahrt ihr aber dreimal. Das heißt, ihr kommt hier mit dem Zug an, dann fahrt ihr über diese Weiche dort. Diese Weiche gibt euch auf das Launchfeld frei und der Launch, der fährt zweimal über so einen Buckel auch noch drüber. Es geht nicht nur geradeaus, sondern ihr werdet über 2 Hügel beschleunigt. Der Zug fährt hier drüber, wird jetzt beschleunigt, vorwärts, fährt da hinten hoch und ihr seht schon, das Ding hier verschiebt sich, während der Zug da hinten beschleunigt wird. Das heißt, er hält nicht an, fährt jetzt rückwärts zurück über die Weiche wieder drüber, wird da nochmal beschleunigt. In diese Spike, die oben zu Ende ist, rollt wieder vorwärts runter, fährt wieder über die Weiche, wird nochmal beschleunigt und jetzt geht es da hinten auf den großen Tophead und sobald er da drüber ist, kann er auch die Weiche wieder umstellen, weil zurückrollen kann der Zug da nicht mehr. Also ganz cooles Ding, gibt es wie gesagt so in Deutschland noch nicht, in Amerika kennt man es vom Pantheon schon oder Hagrid's Motorbike Coaster in Orlando, da ist auch sowas mit drin. Das ist halt ziemlich krass, dass man neuerdings sogar Weichen fahren kann, ohne den Zug anhalten zu müssen, weil ihr eben danach die Launchstrecke habt. Und ja, die Sicherheit ist halt immer gewährleistet. Das heißt, ihr fahrt über die Weiche drüber, beschleunigt, fahrt hoch. So, dann wird gecheckt, ob die Weiche verstellt ist oder nicht. Die hat da eben so Endschalter drin und mehr Sicherheitsthematiken. Das heißt, wenn die Weiche sich nicht umstellen sollte oder nicht 100% auf der Position sein sollte, wo sie sein soll für den Rückwärtslaunch, wird der Zug, sobald er da hinten wieder runterkommt, im Launch gebremst und hält dort an. Das heißt, er kommt gar nicht bis zur Weiche. Also da ist halt die Sicherheit immer gewährleistet, aber es ist halt eine super coole Technik. Allein das jetzt, zack, wie schnell sich das verschiebt und dann, genau. Dann wird er jetzt halt erkennen, die Weiche hat sich nicht verstellt, wird der Zug jetzt anhalten. Aber da die Weiche verstellt ist, gibt er nochmal Vollstoff, schießt euch da hoch und gibt dann nochmal Vollstoff, damit er da oben ankommt. Was ich ein bisschen blöd finde, ist, dass da oben auf dem Tophead Trim Brakes verbaut sind. Das heißt, ihr fahrt jetzt da oben über den Hügel und genau an der Stelle, seht ihr das auch, sind Bremsen drin. Und diese Bremsen, die nehmen da schon ein bisschen Schwung raus. Vorne hat ihr halt da relativ gar keine Airtime gehabt. Hinten, denke ich, wird die trotzdem da sein. Sonst eine sehr coole Strecke. Ihr habt eine Zero-G-Stall, so wie das die RMC-Bahnen alle haben. Das heißt, ihr werdet auf den Kopf gedreht, fahrt eine Weile über Kopf und dreht euch dann wieder zurück. Noch eine Barrel-Roll ist hinten drin und halt auch so ein Outbank-Turn, coole Umschwünge und halt, wie Sarah schon sagte, so ein paar Camelbacks, ein paar kleine, wo ihr auch so richtig schön in den Bügel gedrückt werdet. Also
wir verlassen jetzt erstmal diesen Bereich Festival Tutatis. Ich habe noch gar nicht richtig gesagt, wie es mir jetzt gefallen hat. Also ich fand die Bahn sehr gut. Es ist jetzt definitiv keine Platz 1 Bahn, würde ich sagen. Dazu fehlt mir dann doch irgendwie so ein bisschen der Wumms. Allein, dass sie oben auf dem Tophead so abgebremst wird, so stark, das ist nicht so cool. Aber es ist eine wirklich sehr gute Bahn auf einem Level, so Konda, Taron, das alles. Wobei ich, glaube ich, Taron von der Intensität nochmal einen Tacken höher ansiedeln würde als die hier. Ich weiß nicht. Ich finde die Umschwünge bei Taron halt sehr brutal. So brutal sind die jetzt hier nicht. Wobei ihr hier krassere Airtime-Momente habt mehrmals. Und hier fahrt ihr natürlich auch über Kopf, ne? Sarah, willst du noch was sagen? Ich finde sie besser als Konda, aber nicht besser als Taron. Konda finde ich, ehrlich gesagt, ein bisschen lahm. Ja. Die hier hat ein paar mehr coolere, schnellere Umschwünge, so wie der Velocicoaster. Ja. Wo du so hin und her gerissen wirst. Ja. Und der hat diese coolen Airtime-Hügel, wo du richtig rausgehoben wirst. Gerade die Airtime-Hügel auf dem Lounge ziemlich geil. Aber das fände ich auch schade, dass der Tophead so ausgebremst wird. Das Element macht dann gar keinen Sinn irgendwie. Ja. Du kannst dir zwar die Aussicht angucken, aber das ist kein Kick. Ja, das ist total schade. Man nennt das irgendwie so Panorama-Tophead oder so, weil du dann die Aussicht genießen kannst. Also bei uns war es einfach nur nebelig und du guckst ja auch nur aufs Brachland. Aber scheint modern zu sein. In Madrid hat man auch so ein Panorama-Tophead aufgebaut. Baut von mir aus lieber wieder normale. Aber ja, Madrid ist halt so das zweite Intermin-Produkt dieses Jahr hier in Europa. Auch eine Bahn im gleichen Stil wie Tutatis hier. Gucken wir uns bestimmt im weiteren Verlauf des Jahres auch nochmal an. Ja. Schauen wir mal, ob wir es dahin schaffen. Ich habe so in meinen Erwartungen so ein bisschen das Gefühl, dass Madrid die bisschen bessere Anlage hat. Aber lassen wir uns mal überraschen, ob das wirklich so ist. So, jetzt sollten wir mal gucken, was beim 4D-Kino los ist. Ich habe jetzt oft gehört, dass das ziemlich gut sein soll. Wir werden zwar kein Wort verstehen, aber die Effekte sollen ganz okay sein. Dementsprechend gehen wir da mal rein. Und so in einer guten Stunde soll es auch eigentlich aufhören zu regnen, laut Wetterbericht. Schauen wir mal. Sarah ist gerade nicht so im News, gerade weil die Temperaturen ja was ganz anderes angesagt haben heute Morgen. Sie dementsprechend dann eher die dünne Jacke eingepackt hat und sich jetzt hier den Popo abfriert. Ich habe keine Lust mehr. Zumal es halt bei uns in Deutschland, also wirklich komplett Deutschland, ob es Norden ist, Mitteldeutschland, Süddeutschland, Westen, Osten, alles ist im Sonnenschein. Und wir machen es wie immer. Ja, 4D-Kino. Also ich fand's richtig gut. Da ist auch noch ein Überbleibsel. Also ich fand es cool. Es war sehr witzig. Ich habe zwar nicht ganz so viel verstanden, aber dass da die einen gegen die anderen waren, das wusste ich schon. Es ist eine sehr coole Pre-Show drin. Die konnte ich euch jetzt auch so ein bisschen noch filmen. Und ja, den filme ich natürlich nicht, aber ist auch verboten. Aber an sich eine sehr coole Sache. Das Ding heißt Attention Menhir. Menhir ist wohl das Wort für Hinkelstein hier. Hinkelstein ist mir auch bewusst, weil Ben das immer gesagt hat. Das heißt, ich kenne diesen Begriff. Und die werden da halt wie wild durch die Gegend geworfen. Einer landet halt dann am Ende auch noch hier im Kino hinten in der Rückwand drin. Das ist ganz cool gemacht. Die Sitze bewegen sich sehr gut dazu zu allem. War gut. Ja, also das, was alle gesagt haben, ist richtig. Ist cool, das Ding. Und ja, ist jetzt auch noch nicht so alt. Also es war mal ein anderes 4D-Kino, glaube ich. Das haben sie halt dann umgebaut mit diesem neuen Thema. Und früher war ja auch immer die Ultraschlange. Mittlerweile geht's. Das heißt, wenn hier diese Schlange voll ist, kommt ihr auch alle eigentlich mit ins Kino rein. So, weiter geht's hier direkt. Wir sind jetzt schon ein paar Achterbahn-Attraktionen weiter vorbeigelaufen. Da hinten steht Budurix. Das ist so eine gelbe Wekoma-Bahn, die ganz schön am Rappeln ist. Fährt nur mit einem Zug. Sind 35 Minuten angeschlagen. Das kann aber irgendwie nicht sein, weil die stehen noch weiter, als wir letztes Mal standen. Und fahren halt nur mit einem Zug. Letztes Mal waren es zwei und wir haben letztes Mal schon eine halbe Stunde gestanden.
Naja, jetzt sind wir bei einem weiteren Highlight angekommen. Letztes Jahr neu gewesen. Tonnerre de Zeus, oder so spricht man das aus. Mittlerweile aber de Zeus, weil es Version 2 ist quasi. Das Ding hat... Das ist die Unterhose aus dem 4D-Kino. Jo. Ja, die hat er auch neu bekommen. Der hatte früher, glaube ich, eine Herzchenunterhose. Und ihr seht vielleicht, die Bahn hat neue Züge bekommen. Wir werden das Ding jetzt mal ausprobieren. Was extrem witzig an der Bahn ist, dass die einen Rückwärtswagen hinten dran hat, am letzten Waggon. Da gucken wir, ob wir da reinkommen. Ich weiß jetzt nicht ganz, wie das hier abläuft. Der hat mal Geld gekostet, mittlerweile aber, glaube ich, nicht mehr. Ich weiß nicht, aber jetzt gerade war der leer. Also müssen wir mal schauen. Also ein bisschen was haben die an der Bahn auch noch neu gemacht. Also ein Retracking gab es ja damals schon. Da waren hier noch die PTC-Züge drauf. Jetzt sind die Gravity Group-Züge drauf. Die haben diesen Bügel, der so von der Seite kommt. Kennt ihr auch von den Maurer X-Cars. Und der Zug ist ganz schön lang. Wie gesagt, der letzte Wagen ist rückwärts gedreht. Der ist mittlerweile, fahren da auch welche drin. Es ist ein neuer Tunnel dazugekommen mit Soundeffekten. Den Hügel haben sie komplett neu gemacht. Der ist auch oben so ein bisschen nach außen gebankt. Hier nicht mehr ganz so weit runter, hier war auch früher das Foto, das bleibt eher da oben so. Dann haben sie da hinten den Hügel, das hier war, die haben sie auch neu gemacht, der ist auch so 90 Grad jetzt nach außen gebankt. Einfach so ein bisschen Twist haben sie der Bahn noch verliehen. Wir fahren hier Gott sei Dank mit zwei Zügen, die hat es allein geschafft, Stunde war angeschlagen, die kommt auch ziemlich gut hin. Und dann hoffen wir mal, dass wir uns gleich auch in den letzten Wagen lassen. Der hat nämlich, wie gesagt, auch eine Zeit lang Geld gekostet, ich glaube sogar 12 Euro oder so, aber jetzt steht hier kein Schild mehr oder sowas. Und es gibt nur noch hier den normalen Fahrpass, der hier reingelassen wird. Deswegen gucken wir gleich mal. Der Ben sagte, man muss einfach mal nachfragen, dann kommt man da wohl hin. Deswegen werden wir das jetzt gleich mal tun und hoffen, dass wir dann auch da hinkommen. Ja. Allein das ist schon weird. Total bescheuert, Alter. Du weißt überhaupt nicht, wo es lang geht. Ich wusste, dass so eine Kurve kommt, aber dass die jetzt kam, war schon so... So falsch. Guck mal, die alte Helix ist weg. Alter, jetzt geht's ab hier. Alter, Alter, Alter! Wow! Alter! Das war geil. Alter, der First Drop, der ballert ja mal richtig hart. Einfach rückwärts. Das ist verdammt geil. Also, mehr kann man dazu nicht sagen. Allein der First Drop, sieht es ja, da oben ist wie bei Colossus. Bevor es runtergeht, erstmal so eine Kurve. Und ihr sitzt halt ganz hinten. Und hinten ist halt bei vielen Bahnen schon der krasseste Platz. Ne? Und hier fährst du halt auf dem krassesten Platz rückwärts.
Das ist schon ziemlich weird. Und ja, wenn ihr da hin wollt, wie gesagt, jetzt momentan ist es scheinbar kostenlos. Wenn ihr das letztes Jahr machen wolltet, habt ihr da richtig für blechen müssen. Wir haben einfach gefragt, dann wurden wir da eingeteilt. Wenn sich da keiner hinstellt oder so, dann wird das aber auch nicht eingeteilt von den Mitarbeitern. Also die machen nur bis zur vorletzten Reihe und die letzte Reihe wird nur auf Anfrage quasi gefüllt. Also interessantes Ding auf jeden Fall. Aber das war richtig geil. Es hat richtig Bock gemacht. Die Strecke haben sie an manchen Stellen noch ein bisschen verändert. Die wurde eingekürzt, also eine Helix fehlt komplett. Das ist jetzt nur noch eine 180-Grad-Kurve. Früher waren da noch 360 Grad mehr. Wären die noch da, dann wird der Zug nicht mehr ankommen, der neue. Also der quält sich auch das letzte Stück richtig über die Strecke. Und sonst ja sehr viele coole Elemente, halt wirklich so gebankte Hills neu reingemacht. Die Elemente fahren sich auch alle sehr gut. Das, was dazwischen ist, was älter ist, da merkst du, das rappelt schon ein bisschen. Wir hatten ja letztes Jahr, nee, als letztes Mal, wo wir hier waren, noch die alten Züge gefahren, die PTC-Züge. Und da war das Retracking auch schon ein bisschen gemacht schon. Und da war die Bahn ein bisschen langweilig tatsächlich, weil die ja total lahm wurde irgendwie, oder? Ich glaube, wir fanden die schon geil, weil die so geschlagen hat. Ja, aber sie hat nicht mehr so geschlagen, wie sie mal geschlagen hat. Das weiß ich nicht. Und jetzt rappelt sie meiner Meinung nach wieder ein bisschen mehr. Und das finde ich gerade so cool. Aber vielleicht liegt es einfach dran, es drückt jetzt fest. Du weißt überhaupt nicht, wo es hingeht. Da kommt auf einmal eine Kurve. Da ist eine so eine Stelle drin, da macht die einfach so einen ungebankten Knick einmal. Da bin ich so zu Sarah geflogen, weil du so unvorbereitet warst. Das war schon total lustig irgendwie. Aber ja, guckt euch das ganze Onride vielleicht hier einfach mal an. Wir haben auf jeden Fall gut rumgeschrien. Also es hat mir mehr Spaß gemacht als Teutates eben. Weil es halt wieder so was Dummes, Weirdes, leicht Schlagendes, Bescheuertes ist. Und nicht eine perfekt fahrende Achterbahn. Ja, das stimmt wohl. Eigentlich müsste den ganzen Zug rückwärts drehen. So. Ja. Die Schlange ist jetzt hier deutlich kürzer geworden. Bei uns war es jetzt ziemlich genau die Stunde, die angeschlagen war. Jetzt werdet ihr wahrscheinlich nur noch so 45, 40 Minuten warten. Aber haben wir das schon mal geschafft? Hier gibt es jetzt noch einen Disco-Coaster, der übers Wasser fährt. Hier haben sie die Effekte wieder repariert. Hier unten gibt es einen Wassereffekt, der rausspritzt, wenn die Scheibe daher fährt. Und da oben ein Feuereffekt, wenn die Scheibe da hochfährt. Aber auch hier zeigt sich wieder, wie toll man Disco-Coaster thematisieren kann. Kurzer Wink in den Moviepark. Vielleicht mal ein bisschen drüber nachdenken, ob man nicht die Crazy Surfer auch mal ein bisschen auffrischt. Nach so langer Zeit. Das Wasser hier sieht tatsächlich aber nicht so aus. Dummen Fische. Sarah, hör auf, die Fische müssen rum. Ey, die Fische haben gelernt. Was haben sie denn gelernt? Die warten jetzt, bis es wirklich Brot gibt, wa? Ja. Die wurden so oft verarscht. Ich glaube, in jedem Park Asterix-Vlog filmen wir 5 Minuten die Fische. Das ist unglaublich. Also hier sich jetzt die 40 Minuten für den Disco-Coaster anzustellen, da muss er aber auch ganz krank für sein. Ne? Durch den Regen braucht er hier hinten zum Hochfahren, bis er es überhaupt über den Hügel schafft, so lange, dass das Fahrprogramm nach 2-mal rüberfahren schon wieder vorbei ist. Das ist ja super kurz. Und ja, ich war ein bisschen voreilig. Der Feuereffekt funktioniert zwar oben, aber der Wassereffekt hier unten, der, ja, man sieht, dass er auslösen möchte, aber so richtig auslösen tut er nicht. Wir fahren jetzt erstmal hier eine Runde Pegas Express. Da sollen nur 25 Minuten Wartezeit sein angeblich. Schauen wir mal, ob das stimmt. Auf dem Weg zum Pegas Express nehmen wir jetzt hier noch La Voltica mit. Ist ein Zierer-Coaster. Ein bisschen besonderer, weil es nicht einfach eine Marienkäferbahn ist oder so, sondern wie so eine kleine Bobbahn so. Hier steht aber keine Sau an. Also wir haben das letztes Mal hier alles angestanden. Und ich habe gerade gesehen, oben über die Brücke sogar, dass da die Leute durchgehen. Das heißt, es ist fast bis zur Station. Und jetzt sind hier gerade ein paar Leute leider vor uns, als wir das gesehen haben, aus dem Polyp rausgewandert und direkt hier rein. Und ja, jetzt haben wir quasi die ganze letzte Polypfahrt vor uns. Aber trotzdem ist das relativ wenig Wartezeit tatsächlich. Sonne! Thank you.
Alter Verwalter, ey. Die Bahn ist so sinnvoll, ne? Also, an sich ist es ja ganz cool so. Also der erste Teil, die erste Hälfte. Die zweite Hälfte ist einfach wirklich nur noch Bremse, 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 Bremse. Das ist unnötig. Ja. Du fährst den Block runter, nur um bremsen zu können. Ja. Naja, egal, wir haben die jetzt mal mitgenommen. Wie gesagt, wir konnten quasi durchgehen, wir haben es keine 5 Minuten gewartet und jetzt gehen wir weiter zu der großen Bahn nebenan. Familienachterbahn von Gerstlauer, Pegas Express. Wenn ihr es noch nicht kennt, dann lernt es jetzt gleich kennen. Hier ist er. Pegas Express, ein Bahnhof ist es hier. Das heißt, wir fahren jetzt Zug mit dem Pegasus. Irgendwas soll ich mit meinem Rucksack machen. Was sagt die Wartezeit? Gerade schon 25 dran. Wir werden es jetzt rausfinden. Ja, es ist schon ein bisschen leerer, aber es ist halt schon krass. Ne? Also früher wäre in so einen Park keine Sau reingegangen, wenn so ein Wetter gewesen wäre wie heute. Dann wärst du da alleine. Wir waren früher im Fort Fun oder Movie Park, da war keine Sau. Aber da die ja das Ticketsystem so hart umgestellt haben, hast du auch bei solchem Wetter halt in den Parks Leute. Weil, ja, die haben alle online ihr Ticket gekauft, das tagesgebunden ist. Kriegst du dann natürlich auch entsprechend günstiger. Da musst du halt heute kommen, ne? Egal was für ein Wetter ist. Das ist halt eigentlich ganz gut für die Parks. Die können ganz gut planen, wie die Leute, wie viele Leute kommen. Und sie haben halt auch bei schlechtem Wetter den Park ganz gut besucht. Also, dass sich das halt rentiert. Du hast halt dann keine Wochenenden, die irgendwie leer sind oder sowas, sondern, ja, ihr seht's. Selbst jetzt ist es gut gefüllt. Bin mal gespannt, wie lange wir warten. Wir stehen schon recht weit jetzt tatsächlich. Geht ja gleich auch noch in die Keller von der Station unten und sowas. Aber ja, die fahren hier mit 4-5 Zügen wahrscheinlich. Oder ja, vielleicht ist es eher 3-4 sein. Der haut schon gut was weg, der Coaster hier. Ich verstehe ja nicht so Leute, die dann auch jetzt zweimal hinten gucken. Ist so der ganze Effekt weg. Ja, ich meine dich da vorne. Also ich finde die Bahn ja super gut. Also sie ist teilweise auch relativ intensiv, dafür, dass es halt eine Familienachterbahn ist. Aber die Thematisierung ist teilweise echt runtergekommen mittlerweile. Alles gar nicht mehr. Sehr vieles haben wir abgeschafft. Es gab oben mal so ein total cooles Gepäckablagesystem. Jetzt nimmst du den Rucksack einfach mit in den Zug. Dann gab es irgendwie so ein System früher noch mit so Abreistickets irgendwie. Gibt es auch nicht mehr. Das gab es letztes Mal auch nicht mehr. Aber auch in der Warteschlange, die Thematisierung, da ist ja so ein griechischer Getränkeautomat gewesen, der quasi da so reinpasst. Oder so ein Snackautomat, der ist komplett auseinandergefallen, mehr oder weniger. Dann so eine Anzeige, wann die Züge kommen oben. Wir hatten im Bahnhof, das ist ja so ein bisschen bahnhofsmäßig aufgemacht. Das dreht sich gar nicht mehr, also total schade irgendwie. Aber naja, wir fahren jetzt Cheval de Troyes. Und das ist ein ziererfliegender Teppich mit quasi gar keiner Wartezeit. Und ein Ziererteppich, den muss man mitnehmen. Vor allem, wenn es dieser ist. Denn das Ding hat noch richtig Wumms. Also ich habe schon immer gesagt, das siehst du auch von außen, der hat so einen Anzug. Ich glaube, der fährt wirklich schneller, als jede Kirmesvariante je gefahren ist. Das Ding schleudert dich darum, fährt zwar nur eine Minute, aber der gibt richtig Gas. Allein der schaukelt, glaube ich, dreimal oder so, dann fährt er schon oben rum. Also es ist so heftig. Und ja, ist halt auch gerade bei der Jugend ein sehr beliebtes Fahrgeschäft. Da hast du mal als nur Jugendliche da drin sitzen. Ja, ich weiß auch gar nicht. Ich glaube, da ist auch eine relativ hohe Mindestgröße. Und dann dieser Sound. Thank you.
geil. Gerade dieses, wenn du vorwärts losfährst, die Richtung, Alter, wo du doch von oben so vorwärts runterfällst, das ist so brutal, dieses Fahrgeschäft. Ich weiß ja, dass die Kirmesanlagen auch richtig Power haben. Das ist ja 1001 Nacht, der da dauert, denkt, das ist gegen die Ziererteppiche gar nicht. Aber du wirst da ja drin rumgeschleudert nach vorne und nach hinten. Das ist ja, unglaublich. Das ist echt cool. Macht richtig Bock. Also wenn ihr im Park Asterix seid, egal ob ihr nur Achterbahn fahren wollt oder eigentlich gar keinen Bock auf solche Kirmes-Flatride-Geschäfte habt, den fliegenden Teppich hier, den müsst ihr fahren. Ja. Das Ding wird auch nur von Erwachsenen gefahren. Da sitzen keine kleinen Pimpfe drin. Das ist so krass, das Ding. Fahrt damit. Macht solange ihr es noch könnt. Es gibt tatsächlich nicht mehr so viele von den Dingern. Auf Kirmes sind sie mittlerweile alle verschwunden. In Grönerlund steht noch einer von den Ziererteppichen. Aber selbst der im Vorpark ist ja schon wieder irgend so ein Fake Zamperla Ding. Ja. Ihr müsst hier die Originalen von Zierer fahren. Die sind einfach nur geil. Eine Attraktion, die ich 2017, glaube ich, schon gemacht habe. Und letztes Mal leider geschlossen war, als wir mit Sarah hier waren, das erste Mal. Ja. Und jetzt auf jeden Fall nachholen müssen, ist der Défi de César. Ein Madhouse von Mack Rides. Also mal ein bisschen anders, ne? Nicht so das übliche Wehkoma, wie man es aus dem Phantasialand kennt. Für mich immer noch das beste Madhouse, was ich jemals gefahren bin. Oh, jetzt habe ich die Erwartung vielleicht gerade zu hoch geschraubt bei Sarah. Wir hatten natürlich damals gar keine Erwartung und durch die Pre-Shows ist das hier auf jeden Fall ein richtig geiles Ding. Hast du ja schon geguckt? Du hast mir das mal gezeigt. Oh, naja. Jedenfalls werden wir uns jetzt hier mal anstellen und das mal machen. Ich hoffe, es ist noch genauso cool wie damals, aber das werden wir dann jetzt sehen. Also da habe ich jetzt aber eine Vorfreude geweckt, die sich ja überhaupt nicht bestätigt hat. Also das war ja jetzt total lächerlich. Wir sind durch den Ausgang direkt in das Madhouse geführt worden. Also diese Pre-Shows, es sind 3 oder 4 Pre-Show-Räume vor. Alle übersprungen, die gibt's gar nicht, die werden überhaupt nicht benutzt. Und in diesem Madhouse, in diesem Haus, das sich halt dreht, wird halt super viel mit Bildschirmen und sowas gearbeitet. Das ist eigentlich das Hauptding, ne? Weil in dem Bildschirm siehst du halt, wie du gerade auf dem offenen Meer bist. Da kommen Asterix und Obelix auf einmal angefahren und fangen an, dein Schiff da zu drehen. Und dass du halt das so sich alles dreht und über Kopf und was weiß ich. Jeder zweite Bildschirm hat irgendwie nicht funktioniert. Wie viele waren es? 3 haben, glaube ich, nicht funktioniert. Auf unserer Sichtseite zumindest. Also 5 oder 6 sind da und 3 funktionieren nicht. Das ist natürlich ein bisschen blöd. Weiß ich nicht. Ich finde es generell ein bisschen komisch hier aktuell. Wir laufen durch den Park, auch schon hier draußen vor dem Madhouse. Dieses Katapult, was da steht, da fehlt die Hälfte. Pegasus Express habe ich gerade schon angesprochen. Da fehlt auch irgendwie die Hälfte in der Queue. Alles ist kaputt und dreckig. Also dafür, dass der Park hier vor 2 Wochen in die Saison gestartet ist, sieht das hier wirklich aus wie, weiß ich nicht, bei Hempels unterm Sofa oder so. Also ja, überhaupt nicht gut. Ich glaube, die haben wirklich viel zu viel Kraft in die neue Achterbahn gesteckt. Also das da war gut aus. Keine Zeit für was anderes. Aber hier muss wirklich an vielen Ecken mal wieder was getan werden. Also das ist mir jetzt schon des Öfteren aufgefallen. War das jetzt eher das schlechteste Madhouse, ja, was ich hier gemacht definitiv. Habe? Weil da drin ja nichts passiert ist. Also das Madhouse an sich ist ja auch mit das Schlechteste, was in dieser ganzen Show, die da eigentlich gemacht wird, passiert. Da sind halt super gut Pre-Show-Räume vor. Ich will euch jetzt auch nicht zu viel vorweggreifen. Ihr könnt auch in unseren alten Vlog mal reingucken. Wenn ich ihn finde, dann verlinke ich euch den mal hier oben. Da haben wir das halt komplett erlebt. Schade, dass Sarah das jetzt in dieser Variante erleben musste, weil das
war ja nicht mal ein Erlebnis. Das war einfach nur, eigentlich hätte man auch direkt wieder rausgehen können. Naja, Le Grand Splash ist die einzige geschlossene Attraktion heute. Wohl technische Probleme. Ist so ein großer Spillwater-Ride, der aber auch irgendwie so ein bisschen Themenfahrt ist. Weil ihr fahrt hier einen großen Lift hoch auf diesen Berg, wo auch der Asterix drauf sitzt. Und da oben fahrt ihr dann so ein bisschen durch die Landschaft. Und am Ende gibt es halt noch so einen ganz großen Splash. Wir sind jetzt einmal rum, sind jetzt gerade am Eingang wieder vorbeigegangen. Haben aber noch lange nicht alles gesehen. Es gibt ja auch noch Osiris, den großen Inverted Coaster hier. Oder auch die große Mack Rides Bobbahn, die über der neuen Achterbahn fährt. Irgendwie bescheuert, dieses neue Gepäcksystem. Alle sind jetzt rausgestiegen und in den Wagen, zu dem Wagen gegangen, wo sie ihr Gepäck reingelegt haben. Also eigentlich ist es ja schlau, um den Bahnhof leer zu kriegen. Das Problem ist, hier kann jeder reinmarschieren. Ne? Aber hier steht die ganze Fahrt jetzt hier dieses Taschending und jeder kann einfach reinmarschieren. Also du bist ja jetzt quasi schon draußen. Ja, sehr komisch. Naja, jetzt sind wir aber Osiris gefahren. Das ist der B&M Inverted Coaster hier. Eine sehr nette Bahn, die richtig über die Strecke ballert dauerhaft. Schön drückt an vielen Stellen, also so wie so eine B&M-Kiste halt sein muss. Aber auch hier im Wartebereich wieder sehr viel schon demoliert, nicht repariert. Funktioniert halt vieles einfach nicht. Aber was man im Park halt gutheißen muss, ist die Abfertigung. Das ist schon immer so gewesen und auch heute wieder so. Die hauen hier die Züge raus, die sind so schnell, das ist unfassbar. Die Sonne kommt etwas raus. Wir sind jetzt nochmal bei Totatis. Man hat hier eine Stütze entfernt bei der Bobbahn, damit die Achterbahn da drunter herfahren kann, die neue. Da hat man da jetzt nachträglich nochmal irgendwie was Neues dran gezimmert. Das sieht ja auch cool aus. Ja, und sonst, ihr seht, die Strecke ist noch so ein bisschen Brachland hier. Das wird höchstwahrscheinlich alles irgendwann mal zuwachsen, aber ja, aktuell sieht es halt irgendwie noch ein bisschen lost aus. Aber Spaß macht die Bahn ja trotzdem. Thank you.
alter Verwalter, ey. Hinten gefahren, jetzt nochmal hier bei Totatis. Das war geil, oder? Ja, war schon besser als vorne auf jeden Fall. Vor allem, keine Ahnung, ich hatte noch relativ viel Luft und Spiel im Hügel irgendwie. Ich bin hier über diese Airtime. Ich finde im Lounge diese Airtime-Hügel, das feiere ich total. Ja. Und dann waren wir halt da oben an der höchsten Stelle und dann guckst du so über alles. Das ist einfach nur geil. Ja. Und bei dem Wetter jetzt da natürlich auch noch. Ja. Blauer Himmel. Wer hätte das gedacht? Gut. Wir können auch gleich mal eben kurz da hochgehen. Ich habe gesehen, das Ding ist rappelvoll. Fahren müssen wir es nicht, aber mal eben so zeigen und filmen. Denn neben dieser neuen Achterbahn gibt es auch noch eine weitere Karussellneuheit in dem Themenbereich hier. Eine Sache bei der Achterbahn, finde ich, hätte man anders machen sollen. Bei den Baubildern sah das immer so aus, ihr seht ja, es ist ja alles in so einem Loch, in so einem Graben. Und da ist eben die Weiche drin hier unten. Und es sah halt so aus, als würde man das in den Tunnel packen. Und ich hätte das total cool gefunden, weil, naja, jetzt sieht es halt jeder, wie das alles funktioniert und dass da halt diese Weiche ist, die sich verstellt. Und wenn das alles im Tunnel wäre, wäre das irgendwie so ein bisschen geheimnisvoller alles, ne? Und dann, weiß ich nicht. Würden manche sich so fragen, hey, wie geht es, dass es jetzt da hochfährt und sowas. Ich hätte es halt komplett zugemacht, glaube ich. Aber ich weiß nicht, ob das auch wieder irgendwelche Brandschutzgründe hat oder sowas. Aber wäre cool gewesen, wenn hier einfach irgendwie eine grüne Wiese oder weiß nicht, sogar Häuser oder so drauf gestanden hätten. Und quasi nur der Bereich, also es hätte ja schon gereicht, nur der Bereich, wo die Weiche ist, dass man das irgendwie so einhaust. Aber kann natürlich sein, dass da irgendwie brandschutztechnisch irgendwie mehr zu beachten ist. Jetzt sind wir aber hier oben und hier findet sich noch ein Zamperla Nebulas ein. Namen habe ich vergessen, ist aber auch ein bisschen komplizierter. Merkt euch einfach, dass das Ding schön ist und dass es sich gleich wie wild im Kreis dreht. Ein paar Almländer davon gebe ich euch, wird aber auch aktuell auf der ganzen Welt überall gebaut, nur in Deutschland nicht. Also ich weiß nicht, warum da noch kein Park drauf gekommen ist, aber früher oder später kommt es sicherlich. Ich weiß gar nicht. Plon hatte irgendwie so eine ganze Liste an Attraktionen eingereicht, für die sie irgendwie Bauanträge bauen möchten. Ich glaube, da war auch ein Nebulas bei. Kann aber auch sein, dass ich mich täusche. Dann filmen wir hier mal eine Runde, damit ihr auch mal seht, was das hier so kann. Wir haben uns eine Kleinigkeit geholt, eine Pommes mit Bacon und Käse. Bacon ist halt Schinken. Und Käse ist halt Käse. Auf dem Bild war das aber Cheddar-Käse. So Käsesoßen-Käse. So Kino-Käse. Naja, war aber preis-leistungsmäßig, glaube ich, noch das Beste. Hat jetzt nicht ganz 7 Euro gekostet, aber wenn du hier teilweise guckst, was so ein Burger-Menü kostet, 16, 17 Euro, das ist ja krank. Ketchup und Mayo waren gratis. Na, immerhin. Und es war schnell fertig. Es ist aber auch kalt. Könnte man sich denken, dass es mal warm war. Pommes. Ich wollte noch sagen, dass es hier ganz schön teuer ist alles. Also Essen. Ihr habt es ja gerade gehört, trinken. Sarah hat hier mir gerade so eine Flasche geholt. 4,60 Euro für so ein bisschen Eistee. Parken? Parken ist, also, ich sehe die richtig. Also ich glaube 15 Euro hat es früher gekostet. Jetzt war aber 15, ja. Und ich meine, davor waren es bei 10, als ich davor das letzte Mal hier war. Jetzt sind sie mittlerweile bei 20 Euro angekommen. Das ist schon heftig. Ich habe immer gesagt, wir standen da in so einem kleinen Stau und die verdienen mit 5 Autos 100 Euro. Musst dir mal reintun, da stehen hunderte Autos auf dem Parkplatz. Steht Tausende, die allein mit Parken reinholen, Alter. Da will ich aber hier demnächst die nächste Neuheit sehen, aber volle Lotte. Trotzdem, das Ding ist ja geil geworden. Wir hatten auch bis jetzt einen sehr guten Tag im Park. Wir sind besser durchgekommen als erwartet. Das Wetter ist jetzt auch mittlerweile umgeschlagen. Wir sind jetzt glücklich. Und oben fährt die Bobbahn noch. Die werden wir jetzt auf jeden Fall noch mitnehmen. Und vielleicht auch noch eine Wasserattraktion mitnehmen, die wir letztes Mal nicht gefahren sind. Wir haben ja Gott sei Dank heute schon ein paar Attraktionen fahren können, die wir letztes Mal nicht gefahren sind. Den Gouda-Käse haben wir jetzt auch weggelassen. Vielleicht kriegen wir den auch noch hin. Mein Gouda-Käse. Wenn wir jetzt sofort aufstehen, uns da anstellen. Bobbahn oder Gouda-Käse? Wir schaffen beides. Meinst du? Ja. Lass uns jetzt losgehen in die Bobbahn, dann zur Wasserbahn und zum Abschluss machen wir noch den Gouda-Käse. Das wird sportlich. Das kriegen wir hin. Ja.
Die ist voll hoch und voll schnell und voll cool. Und auch hier ist Abfertigung so richtig krass. Fahren immer so zwei Züge auf einen Lift drauf. Der erste Abschnitt ist wirklich richtig cool. Und vor allem, weil du so hoch bist, so schnell und du richtig so in die Kurven so reinfährst. Die rappelt auch nicht so wie die kleineren Modelle in Deutschland. Ich fand es jetzt schon rappelig. Wirklich? Ja. Ich fand die im Europapark oder die im Heidepark viel schlimmer. Du sitzt da immer so drin. So. Ja, das ist gar nicht so sehr vibriert wie im Heidepark. Ich hab dich ja alles aufgefangen. Ich saß ja hinter dir. Aber im Heidepark sitzt du auch hinter mir. Und da ist es immer, dass es vorne irgendwie total unangenehm ist. Da gehen wir jetzt nochmal in den hinteren Parkteil, während alle anderen nach vorne kommen. Hoffen wir, dass wir da noch ein paar Sachen fahren können. Mit wenig Wartezeit hier war jetzt eine halbe Stunde angeschlagen. Die haben wir auch gewartet. Ja, war in Ordnung. Wie gesagt, nach hinten hin wird es wahrscheinlich jetzt ein bisschen leerer. Das werden wir jetzt sehen. Hier ist eine richtig coole Wildwasserbahn. Frag mich nie nach dem Hersteller. Im letzten Video wusste ich das noch. Es müsste aber was sein, was auch in Amerika ganz viel baut. Ist nämlich auch so eine typisch amerikanische Lokflugbahn mit Stromschnellen und so. Und ihr habt eine richtig coole Abfahrt hier hinten drin mit einem kleinen Camelback, die kommt hier raus. Und generell einen ziemlich coolen Dark Ride Part auch noch da hinten, wo ihr durch so Fontänentunnel fahrt und so. Und in der Wanne sind teilweise auch immer so Wellen, wo ihr reinfahrt und sowas. Also nicht nur so ein, wo ihr in den Abfahrten lasst werdet, sondern hier werdet ihr auch wirklich in der Rinne, wenn ihr nur rumfahren lasst. Weil es muss halt einfach so, ist halt cool. Aber die große Abfahrt macht auch schon ziemlich nass. Die ganze Bahn ist schon ziemlich nass. Deswegen fahren wir die heute auch nicht, wie gesagt. Temperaturen sind jetzt nicht so der Knüller heute. Aber die andere Bahn, die wir jetzt fahren, die andere Wildwasserbahn, ist ja so eine Raftingbahn. Ihr kennt sie vielleicht aus dem Hansapark. Loxygenarium heißt es hier. Im Hansapark Störtebeckers Kaperfahrt und ihr sitzt da in so aufgeblasenen Gummiringen. Das haben wir letztes Mal auch nicht gemacht. Das ist so das Uniqueste an Wasserattraktionen hier, würde ich sagen. Es gibt auch noch ein richtiges Rafting, aber das ist total langweilig. Und deswegen fahren wir jetzt mal hier diese Loxygenarium Variante. 15 Minuten Standrad in der App. Das sollte machbar sein für uns. Möglicherweise eine Bahn, die nicht so nass ist. Ja, war ganz funny. Ja. Die hat auch nicht so Kanonenspritzer wie im Hansapark. Ja, und da die nicht so nass ist, auch nicht die Viertelstunde Wartezeit, sondern es war ein bisschen länger. Ich würde schon fast sagen eine halbe. Das ist, weil die nicht so nass ist, deswegen hat man nicht so... Ja, ist die vollste Wasserbahn hier. Hat wohl Gründe. Vielleicht, weil die nicht so nass ist. Hier ist übrigens noch ein äußerst hässliches Ziererkettenkarussell, sowie ein äußerst hässliches Dach und ein äußerst hässliches... Fassade mit einer äußerst hässlichen Halle hinter, wo wir gleich durchgehen. Ein äußerst hässlicher Zirkus und da hinten ist noch eine äußerst hässliche Stuntshow-Tribüne. Die Ecke, die geht echt gar nicht. Das ist so
weiß nicht, wenn jemand sagt, das Phantasialand lässt seine alten Attraktionen verkommen, fahr mal nach Park Asterix, Alter. Vor allem lassen die ja auch schon so Pegasus Express oder so, was die zweitletzte Achterbahn hier ist, verkommen. Ja. Das Ding ist ja wirklich runtergerockt. Sehr, sehr, sehr schade irgendwie. Was ich auch ganz komisch finde, ist der Kinderbereich. Wenn du da hinten bei Tornado des Holz stehst und guckst auf diesen See mit dem Disco-Coaster, was ja ganz cool aussieht, und dann guckst du rüber und dann ist da so eine Ananas und so ein Maiskolben. Das ist ein Restaurant, das ist nicht der Kinderbereich. Ist das nicht der Kinderbereich? Nee, nee. Wir waren noch nie da drüben. Wir können später auch noch mal kurz im Kinderbereich vorbeischauen, wenn du da tatsächlich noch nie warst. Das war der Kinderbereich. Nee, nee, das ist ein Restaurant. Das verstehe ich auch nicht, warum das so aussieht. Ja, das ist trotzdem weird, egal was es ist. Ja. Das ist halt auch so sehr weird. Ja. Ich finde, das hat hier auch total Potenzial verschenkt. Früher war hinten in der Halle, wir gehen gleich in noch eine Halle, da war ja auch noch eine Geisterbahn drin, eine richtig gute auch, also Transdemonium hieß die fand ich total cool. Aber die haben sie zugemacht, beziehungsweise abgerissen, keine Ahnung, ob sie noch da ist, auf jeden Fall kommst du nicht mehr rein. Und ja, jetzt hast du hier halt so einen Durchgang durch zwei so Hallen, aber da ist halt nichts drin. Es wäre total cool, wenn du jetzt hier diese thematisierten Hallen hättest und halt in diesen Hallen irgendwie einen Eingang zur Attraktion hättest. Das ist übrigens die Halle von der Geisterbahn. Ne? Wäre cool, wenn man die auf jeden Fall irgendwie bald mal wieder nutzt. Aber ich schätze, dass die auch früher oder später reaktivieren werden. Sarah und ich haben gerade schon drüber geredet. Das Line-Up im Park, Achterbahn-Line-Up zumindest, aber auch generell, ist sehr perfekt, würde ich sagen. Also die haben alles, was das Herz begehrt. Nur eine Geisterbahn in die Richtung Dark Ride. Da geht es so ein bisschen kaputt. Aber ich schätze, das wird hier als nächstes angegriffen. Also ich schätze auch, dass die nächste Investition hier auch nicht mehr allzu lang dauern wird. Und ich denke, das nächste, was hier kommt, ist, dass Transdemonium ersetzt wird und ja, gegen irgendwas Neues austauscht wird. Wahrscheinlich irgendwie so ein mittelalterlicher Dark Ride. Oder man macht da wirklich die Ecke hier komplett platt und guckt, dass man irgendwie einen neuen Themenbereich hier aufbaut. Jetzt gehen wir aber hier zu der Achterbahn, zu der gelben, die wir vorhin schon erwähnt haben. Wird vermutlich eine der letzten Attraktionen heute. Vorhin stand in der App 15 Minuten. Ich bin gespannt. 7 Inversionen gibt es. Ein Looping eigentlich nur. Alle sagen ja immer, die schlägt total und so. Letztes Mal fand ich die so gar nicht schlimm eigentlich. Nee, war total in Ordnung. Wir haben in Reihe 5 gesessen und irgendwer hat mir dann geschrieben, ja, in Reihe 5 schlägt die auch nicht. Dann müssen wir heute mal in eine andere Reihe. Aber wir finden sowas ja generell nicht ganz so schlimm. Wir hatten das ja in Erfurt im Vlog schon erwähnt, dass man unsere Meinung nicht zu voll nehmen sollte, weil wir auch gerne Bandit fahren zum Beispiel und weil wir auch SLCs nicht so schlimm finden, wie alle immer sagen. Außer Limit. Limit ist schon echt am Limit. Ab in dieses Stahlmonster hier. Das sieht schon genial aus. Eine 7-Inversion. Seinerzeit war das schon ein Riesengerät, als es gebaut wurde. Zwei Züge auch noch drauf. Gott sei Dank. Dann steigen wir ein da. 5 Minuten. Ja, wir fahren 7-mal über Kopf und die Rucksäcke nehmen wir natürlich mit. Ganz klar. Alter, die Kopfpolster sind ja der Hammer. Die sind auch eher so ein Rückenpolster. Ah, bin motiviert. War geil, nochmal. Einschlagen. Guck mal, hier ist der Hoteleingang.
mit Schwung geht's hier wieder. Also da war ein Schlag, aber sonst einige Elemente wirklich butterweich. Ja, der Looping, der geht ja auch nur geradeaus. Ja, und die Corkscrew, heißt es so? Hier? Corkscrew, Ortscrew? Aber ich finde die ersten Elemente am besten. Die sind so hoch, so anders und die tun am meisten weh. Aber komm, die ist jetzt wirklich nicht so schlimm. Also wir haben tatsächlich wieder in Wagen 5 gesessen, keine Ahnung, was daran liegt. Aber ich finde die Bahn nicht schlimm. Also die ist voll intensiv, aber nicht so, dass ich jetzt sage, boah, ich habe mir jetzt hier voll mein Ohr angehauen oder so. Nee. Man muss sich halt mal ein bisschen anspannen. Man muss wissen, dass das weh tut, wenn man sich nicht anspannt. Vielleicht auch, wenn du da oben bist und dir denkst, ach du Scheiße, jetzt kommt hier das Schlimmste meines Lebens. Und dann ist es gar nicht so schlimm, dann musst du mit dem Schlimmsten rechnen. Ja, es sieht schon cool aus, wenn du hier so auf die See guckst. Hammer. Ja, Wartezeit? Zero. Wir konnten durchgehen. Geil. Vorhin? Boah, da war glaube ich sogar mal über 70, ne? Ganz ja. Am Anfang. Also da würde ich für das Ding jetzt auch nicht warten wollen. Das ist dann auch irgendwie wieder verschwendete Zeit, ne? Ja. Außerdem wäre ich für eine Käsethematisierung. Hier so ein riesiger Käse über dem See. Und dann Gouda-Käse-Rix. Achso, da ist die Ananas, von der Sarah geredet hat. Ja. Ja dann, filmen wir mal noch ein Ründchen hier. Ananas und eine Zucchini. Vielleicht fahren wir gleich nochmal Holzachterbahn, das überlegen wir uns aber noch. Ja, also Holzachterbahn sind wir jetzt nicht nochmal gefahren. Da waren jetzt immer noch ja, 30, 40 Minuten Wartezeit. Ich hatte da auch einfach keinen Nerv mehr zu, weil das zieht sich da immer so extrem. Der Wartebereich ist nicht sonderlich lang, aber es geht halt auch nicht vorwärts irgendwie. Ich verstehe nicht warum. Aber es ist halt auch eine ultra beliebte Achterbahn hier im Park. Aber sonst, das Wetter hat sich jetzt nochmal komplett gewandelt. Blauer Himmel. Ja. Ja, heute Morgen war es halt arschkalt. Wie ihr seht, ich habe meine Jacke jetzt auch ausgezogen, weil es jetzt doch schon recht warm wurde. Jetzt sind wir hier am Eingang wieder. Shows gibt es übrigens auch mehr als genug. Das ist zumindest eine von den ganzen Showhallen. Hab hier noch nie eine Show gesehen, hab's auch eigentlich nicht vor. Und nee, schon gar nicht auf Französisch. Nee. Da hat mir der Film ja voll schon ausgereicht, obwohl der eigentlich ganz cool war, aber der hättest du auch ohne irgendwelche Gespräche verstanden. Dann soll es von hier gewesen sein, da oben sitzt da noch der Asterix. Neue Achterbahn ist geil. Ja. Die Themenbereiche können ein bisschen mehr gepflegt werden hier. Ja, ein bisschen mehr Pflege könnte an der einen oder anderen Stelle schon vertragen werden. Aber an sich finde ich den Park super cool. Muss sich auf jeden Fall nicht verstecken hinter Disney. Hat wohl das beste Achterbahn-Line-Up in Frankreich, aber ist jetzt auch nicht so schwer. Ja, vor allem ist Toutatis jetzt die höchste und schnellste Achterbahn Frankreichs und es ist halt nicht wirklich hoch, ne? Auch nicht so schwer, aber der Park ist wirklich cool. Dann soll es von hier aus gewesen sein. Wir verabschieden uns von hier aus dem Park und dann bis zum nächsten Mal. Bis wir das nächste Mal hier im Park sind, wird wahrscheinlich einige Zeit vergehen. Da muss schon irgendwie was Krasses Neues jetzt demnächst mal aufmachen. Aber das ist ja erst passiert mit dieser Achterbahn da hinten. Dementsprechend wird es wahrscheinlich bis zum nächsten Mal ein bisschen dauern, aber wir kommen auf jeden Fall wieder und hoffen, dass dann so ein paar von diesen komischen Blessuren, die hier im Park an den Attraktionen überall dran sind, behoben sind und ja, man sich auch ein bisschen um das alte Zeug mal kümmert. Aber sonst, sehr schöner Park, bisschen teuer vielleicht, aber ist wie es ist. Ne? Wir sehen uns im nächsten Video. Also, aua!